Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Berliner Schulgesetz wird überarbeitet. Tegel Volksbegehren jetzt auch in Brandenburg. Und das Wetter, es bleibt weiter ungemütlich mit vielen Wolken und einem Mix aus Schnee und Regen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 5. März 2018. Nach dem Willen von SPD-Bildungssenatorin Sandra Scheres sollen künftig alle Berliner Schulen Krisenteams benennen. Bisher hätten etwa 620 Schulen solche Lehrerteams, die zum Beispiel Ansprechpartner für Notfälle sind oder Strategien gegen Gewalt mit umsetzen sollen. Das seien etwa 90% aller Schulen, einige fehlten noch, sagte Scheres am Montag. Sie will die Krisenteams nun im neuen Schulgesetz verankern, das im September ins Parlament kommen soll. Außerdem soll in dem neuen Gesetz die Gemeinschaftsschule als eine mögliche Schulform in Berlin festgeschrieben werden. So gibt es zwar seit 10 Jahren Gemeinschaftsschulen, an denen alle Kinder von der 1. bis zur 10. Klasse gemeinsam lernen. Bisher läuft diese Schulform aber nur als Pilotprojekt. Im Herbst 2019 könnte es parallel zur Landtagswahl in Brandenburg einen Volksentscheid über die Offenhaltung des Berliner Flughafens Tegel geben. Zunächst soll jedoch am 24. März der offizielle Startschuss für eine Mobilisierung zur Volksinitiative fallen, gab am Montag der Verein Brandenburg braucht Tegel bekannt. Die Landesverfassung sieht 3 Schritte der direkten Demokratie mit steigenden Hürden vor. Die Volksinitiative, das Volksbegehren und als letzte Stufe den Volksentscheid. Bei dem von der Berliner FDP initiierten Volksentscheid hatte mit gut 56% eine Mehrheit der Wähler für die Offenhaltung von Tegel votiert. Das erhofft sich jetzt auch die Brandenburger Initiative. Von dem schnell erreichbaren Flughafen könnten die nördlich der Hauptstadt gelegenen Landkreise enorm profitieren, hieß es. Und die südlich gelegenen Landkreise könnten nur mit Tegel darauf vertrauen, dass am BER keine dritte Startbahn errichtet werde. Die insolvente Air Berlin könnte Schadenersatz in Milliardenhöhe von ihrem Großaktionär Etihad verlangen. Ein Sprecher von Insolvenzverwalter Lukas Flöter sagte, dass die Gläubiger weiter prüften, die arabische Fluggesellschaft zu verklagen. Air Berlin hatte im August Insolvenz angemeldet, nachdem Etihad weitere Finanzspritzen ausgeschlossen hatte. Noch im April jedoch hatte der Großaktionär der angeschlagenen Airline in einem Letter of Support weitere Unterstützung für mindestens 18 Monate zugesagt. Seit 2012 hielt die nationale Airline der Vereinigten Arabischen Emirate 29,2% an Air Berlin. Sie versorgte die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft immer wieder mit frischem Geld und sicherte sich über die Beteiligung Zugang zum deutschen Markt. Die Berliner haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Geld im Einzelhandel ausgegeben. Der Branchenumsatz legte mit 7,4% so stark zu wie seit 5 Jahren nicht, wie aus Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg hervorgeht. Rechnet man die Preissteigerung raus, bleibt ein Plus von knapp 6%, mehr als doppelt so viel wie im bundesweiten Durchschnitt. Die Zahlen spiegeln die gute Wirtschaftslage. Viele Berliner haben mehr Geld im Portemonnaie, weil die Beschäftigung und Konjunktur in der Stadt seit mehreren Jahren überdurchschnittlich zulegen. Auch der Zuzug von jährlich Zehntausenden Neuberlinern spielt eine Rolle. Und wir kommen zum Sport. 12 Tore haben die Eisbären Berlin in den letzten beiden Partien der Hauptrunde 2017-2018 gegen Düsseldorf und Bremerhaven erzielen können. Am Freitag gewann das Team von Trainer Uwe Krupp mit 6:2 in Düsseldorf und am Sonntagnachmittag gab es dann einen 6:1 Erfolg in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena gegen Bremerhaven. Die Eisbären Berlin haben sich somit in der deutschen Eishockeyliga den 2. Platz gesichert. André Rankel, der insgesamt 3 Treffer in diesem Spiel erzielen konnte, ist dadurch nun mit Treffer 226 neuer DEL-Rekordtorschütze des Clubs. Neben der Teilnahme an der Champions League bedeutet der 2. Tabellenplatz für die Eisbären auch Heimrecht in den Playoffs, mindestens bis zum Halbfinale. Mögliche Gegner im Viertelfinale ab dem 14. März sind Wolfsburg, Iserlohn oder erneut Bremerhaven.
Nach dem Auswärtsspiel konnten die Füchse Berlin auch das Heimspiel im ERF-Pokal gegen Helvetia Anaitasuna für sich entscheiden. Mit 34:23 gelang ein deutlicher Sieg, bei dem alle Spieler zum Einsatz kamen und auch Fabian Wiede größere Spielanteile hatte. Trotz des hohen Sieges gab es auch Schwächephasen, an denen bis zum Mittwoch gearbeitet wird. Die Füchse Berlin sind damit auf dem Kurs in Richtung Viertelfinale. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es meist leicht bewölkt. Das Quecksilber fällt noch einmal unter den Gefrierpunkt auf bis zu minus 2 Grad. Am Dienstag ist es meist sehr dicht bewölkt. Dazu ist es meist verregnet. Die Tageshöchstwerte liegen bei 4 Grad. Und der Ausblick. Die kommenden Tage fallen recht zugezogen aus. Dabei gibt es am Donnerstag bei maximal 2 Grad leichten Schneefall und am Mittwoch bei maximal 5 Grad leichten Regen. Am Freitag lockert es dann wieder etwas auf und das Quecksilber steigt vorübergehend auf bis zu 10 Grad an. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.